Jawohl, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu ein bisschen Lego Fortnite, The Game Room und der Glötzchen. Ich habe mir heute überlegt, ich möchte ein bisschen an einem Hochhaus mit euch bauen. Ich habe schon einmal ein wenig angefangen und möchte das gerne mit euch so weiß zu Ende führen. Zumindest möchte ich die Ausmauern einmal gesetzt haben. Ich denke mal, wir machen das erstmal hier in Gelb mit gelben Wänden. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber das, was am besten passt, sind einfach diese gelben Fenster am Ende, weil an dieser Stelle mir fehlt bei dieser Größe, mit der ich bauen möchte, ein schmales Fenster, was man hier zwischensetzen kann. Und das gibt es nur bei denen. Und das ist kein Problem. Wir machen das einmal. Ich bin sehr gespannt. Dies sollte mein allererstes Hochhaus werden. Ich möchte es einmal probieren, wie das funktioniert, um demnächst in meiner Abenteuerwelt auch mit einem Hochhaus an den Start zu gehen. Darum bin ich jetzt einmal hier in der Kreativwelt und probiere das Ganze einmal mit euch zusammen aus. Okay, an dieser Stelle hier muss ich wohl noch einen Block höher gehen. Das funktioniert sonst nicht. Ist kein Problem. Tauschen wir gleich aus. Wir gehen noch mal ins Fenster. Super. Wir nehmen das Doppelfenster, packen es hier rein. Links und rechts. Hervorragend. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Die erste Wand steht. Wir gehen zunächst an. Ich habe hier auch schon mal angefangen von innen ein bisschen zu experimentieren, wie man ein Treppenhaus bauen kann. Das funktioniert soweit auch ganz gut. So, hier unten die Wand muss ich noch einmal umdrehen. Das machen wir dann später eventuell. Wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Und das soll schon mal nach Möglichkeit ein bisschen vernünftig aussehen. So, die untere Wand nehmen wir nachher nochmal weg. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Ich hoffe, der Rest stürzt uns dann nicht ein. Aber wir gehen erstmal hoch. Hier ist auch noch ein Klotz. Den müssen wir auch noch entfernen gleich. Kein Problem. So, wir gehen hoch. Wir brauchen noch die Fäuste zum Abreißen. Das geht doch einfach am besten. Bleib hier oben, mach keinen Quatsch. Diese Physik-Engine, Leute, das ist echt cool. So, wunderbar, die Wand ist weg. Wir nehmen uns wieder die Doppelfensterwand und setzen sie hier an, um nachher die einzelnen hinterherzusetzen. Sehr schön. Ich würde auch sagen, ich ziehe erstmal komplett die Doppelwände hoch und dann gehen wir nachher nochmal hinterher mit der kleinen Reihe. Super. So, ich würde sagen, wir machen erstmal das linke und setzen dann das andere hinten dran. Komm schon. Wir sind im Snap-Modus, also setzt es auch vernünftig hin. Super. Okay. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen tricky. Aber im Großen und Ganzen lässt sich das Ganze hier schon relativ easy und einfach bauen. Und es macht mir wirklich riesen Spaß, Leute. Es ist so genial, was man hier mit ein bisschen Kreativität alles auf die Beine stellen kann. Die Kreativität fehlt mir noch ein bisschen. Aber vielleicht habt ihr ja mal ein paar gute Ideen. Und vielleicht bauen wir auch mal was Geiles zusammen. Leute, ich hätte da richtig Bock drauf. So, wir machen hier nochmal weiter. Noch zwei Fenster. Und dann müssen wir hier oben nochmal optimieren. Ich denke, wir machen das Ganze dann. So. Achtung, pass auf. Flieg ran. Aber langsam. Genau. Die kommen erst. Boah, mach langsam. Einmal Korrekturarbeiten, bitte. Der Maurer hat hier nicht sauber gearbeitet. Plötzchen. Das nächste Mal bitte mit ein bisschen mehr Präzision. So, wir probieren das hier an dieser Stelle einmal aus. Ich würde sagen, wir machen hier noch einmal einen einzelnen Klotz oben drauf. Und setzen das Ganze dann einmal hier quer und schauen, ob das Fenster dann jetzt ordentlich hier drunter passt. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. So, wo ist das Fenster? Hier ist das Fenster. Alles klar. Leute, so kann man es doch machen, wenn man es denn richtig reinsetzt. Das machen wir doch mal ab. Oh, Achtung. Und eventuell setzen wir hier oben auch Granit drauf, damit es nicht so panne aussieht. Plötzchen. Kannst doch nicht einfach oben Holz machen und den Rest aus Granit. So, wo sind denn die Granitfundamente? Wir machen hier oben an die Ecken die einzelnen und dann, jawohl, einmal hier, in jeden vier Ecken soll Granit drin stecken. Perfekt. Und dann jetzt nochmal die großen Stangen hinterher. Eins, zwei. Wir machen erstmal die langen Stangen und setzen dann die kurzen hinten dran. Super. Sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir doch gleich das Außengerüst des Hochhauses soweit schon fertig. Eins, zwei. Sehr schön. Hier ist es sogar schon perfekt vorbereitet. Gefällt mir richtig gut. Schade, dass jetzt schon wieder Nacht ist, aber wir haben ja eine Fackel in der Hand. Dann sehen wir wenigstens auch, was wir bauen. Also an die Steuerung muss man sich wirklich gewöhnen. Da oben, das soll dranbleiben. Die untere Reihe soll bitte raus. Dankeschön. Sonst kriegen wir die Fenster hier nicht vernünftig rein. Super, das sieht gut aus, Plötzchen. Weiter so. Aber den kleinen Stein hier in der Ecke, den nimmst du bitte auch noch raus. So kann es weitergehen. Wie immer Handarbeit. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, die gesetzten Blöcke im Kreativmodus direkt zu entfernen? Ähnlich wie in Minecraft? Oder muss ich wirklich alles hier von Hand rausboxen? Das ist schon ein bisschen zeitaufwendig. Wäre schön, wenn es da einen besseren Weg gäbe. So, wunderbar. Jetzt noch die letzten Wände rein. Und dann haben wir das Ganze doch von außen zumindest schon mal schön. Eins, zwei, jawohl. So sieht's gut aus.
Immer schön aufpassen, dass man das schön nebeneinander snappt. Perfekt. Super, jetzt nur noch die kleinen Wände rein. Und dann haben wir das erste Hochhaus. Von außen zumindest schon mal stehen. Super gut. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always auch noch ein bisschen Beleuchtung dran, damit das Ganze nicht so duster wirkt. So, wo haben wir denn die Lampen? Hier haben wir die Lampen. Was würde ich würde sagen, wir machen uns hier ein bisschen was Schönes, Elektrisches. Einmal links neben die Tür, einmal rechts neben die Tür. So. Dann ist der Eingangsbereich auch schön beleuchtet. Leute, das sieht doch cool aus. So, jetzt gehen wir noch einmal rein. Ja, hallo München. Ups, einmal rein. Hier drin bräuchten wir vielleicht auch noch ein bisschen Beleuchtung. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch überall an die Wand. Einmal nach hier. Und einmal hier gegenüber. Dann ist auch die untere Etage schon mal beleuchtet. So, auf geht's weiter nach oben. Guck mal, was hier noch alles rumliegt, Plötzchen. Mann, räum noch mal ein bisschen auf. So, ich würde sagen, die nächste Etage machen wir dann nach hier. Dann haben wir relativ hohe Etagen, aber das ist in Ordnung. Wir wollen ja nicht übertreiben. So, such dir mal die Böden raus. Wo sind denn die Böden gewesen? Die Böden waren hier. So, wir haben den rustikalen Boden genommen. Den packen wir auch hier direkt wieder dran. Sehr schön. Leute, das ist so herrlich. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir das Hochhaus so weit stehen haben, dass wir einrichten können, Leute. Aber heute bauen wir mal zuerst das Gerüst. So, hier noch ein. Perfekt. Und dann müssen wir aufpassen, weil hier vorne muss die nächste Leiter dran. Achtung. So, such dir die Leiter raus. Wo ist die Leiter? Wir nehmen wieder die rustikale Leiter, weil das ist für mich persönlich das einfachste, die einfachste Möglichkeit für ein Treppenhaus. Ich guck mal kurz von hier. Ich möchte das gerne sauber daneben angesnappt haben. Genau. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber wir kriegen das hin. So, jetzt benötigen wir wieder einen Boden. Ich nehme auch hier wieder den rustikalen Boden. Setze ihn einmal hier neben. Und dann nehmen wir uns die nächste Treppe. Sehr schön. Wieder die rustikale. Das ist wirklich für ein Treppenhaus für mich persönlich das Einfachste. So, ich würde sagen, wir machen zuerst einmal, ziehen wir das Treppenhaus jetzt durch bis oben hin. Aber singen nicht Bumsfallera. Nächste Treppe, wieder die rustikale. Einmal hier dran. Wunderschön. Leute, es geht bergauf. Wir haben bald ein schönes Treppenhaus. Und der Rest kommt später. Wahnsinn. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal nur ein bisschen. Nein, ich habe mich falsch gesetzt. Aber vielleicht können wir an der Stelle noch einen Boden gebrauchen. Man weiß es nicht. So, wieder die Treppe. Ansteppen. Hoch. Boden. Leute, der Wechsel. Ich fände es schöner, wenn man hier die Teile sich irgendwie vorher auswählen könnte, auf Hotkeys legen und sagen könnte, ich möchte das Teil 1 auf Hotkey 1, das Teil 2 auf Hotkey 2. Das würde fürs Bauen deutlich schneller gehen. Aber wir kommen auch so zurecht, ist das kein Problem. Aber falls es die Möglichkeit gibt, die Sachen irgendwie auf Hotkeys zu legen, um schneller zu bauen, dann sagt mir da gerne Bescheid. Ich habe die Möglichkeit noch nicht rausgefunden. Aber vielleicht wisst ihr da ja mehr. Ich bin mir sicher, ihr habt schon deutlich mehr Ahnung von dem Spiel als ich. So. Wir sind fast oben. Ich würde sagen, wir bauen bis aufs Dach. Bauen dann das Dach zu. Und dann haben wir auch eine gute Aussicht von oben vom Dach. Sehr schön. So, einmal noch hier dran. Noch einmal rum. Und dann sind wir auch schon oben. So, wunderbar. Die letzte Leiter kommt. Na, hallo? Kannst du sie nicht anstellen? Geht das hier nicht mehr dran? Warum geht das nicht? Ach so, okay, ich verstehe. Jetzt ist an dieser Stelle hier einfach mal was im Weg. Dann würde ich sagen, wir bauen das hier noch einmal ab. Und mach langsam, Plötzchen, mach langsam. Und müssen wohl eventuell... Nein. Diese Stangen hier nach außen setzen. Geht das irgendwie? Kann ich diese Stangen ein bisschen nach außen versetzen? Das wäre sehr, sehr schön. Ich probiere das einfach mal, indem ich... Na, wir machen das mal anders. Ich setze hier einen kleinen Stein dran. So.
Und dann können wir doch schon an dieser Stelle hier außen weiterbauen. Ich denke, das müssen wir so machen an der Stelle. Dann haben wir hier oben halt so einen kleinen Vorsprung. Sieht auch nicht schlecht aus. Und ich denke, das machen wir. Ich ziehe das einmal hier rum. So. Und wir bauen das andere hier schon ab. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, vernünftig aufs Dach zu kommen. Und schön machen über die Kleinigkeiten dann später. So, Achtung, nein! Nicht abstürzen! Mann, Klötzchen, was machst du denn da? Wolltest du das einmal von oben runterspringen, oder was? So, ab geht's nach oben. Mit Magical-Aufzug. Warte, wir müssen uns hier auch nochmal einen richtigen Aufzug hinbauen. Aber das ist eine andere Hausnummer. So, bau ab die Dinger. Bitte schön, komm. Ich hätte wirklich gerne eine Taste, mit der ich das vernünftig abbauen kann. Aber so geht das auch. Wir kriegen das alles hin. Sehr schön. Warum sinkst du manchmal einfach? Schubst dich die Physik nach unten oder was ist da los? Blödsinn. Bist du kaputt? Hast das? Jawohl. Okay. So, das nächste Granitfundament einmal bitte hier dran. Wir ziehen es jetzt einmal hier rum. So, wir brauchen noch mal einen kleinen. Dankeschön. Einmal hier für die Ecke. In allen vier Ecken soll Granitfundament drin stecken. Kennen wir doch schon. So, auch hier noch mal ein kleines. Sieht eigentlich auch viel besser aus, muss ich sagen. Eins. Nur, komm. Snap vernünftig dran. So, und jetzt auf der Seite noch. Und dann sind wir auch soweit schon durch. Wunderschön. Dann bauen wir hier noch einmal kurz ab. Ja, komm. Mach. Okay, man muss wirklich vorsichtig auf Start und Landen drücken, sonst hebt man zu, sonst schießt man zu weit in die Höhe. So. Einmal hier hin. Wunderschön. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten und am geschicktesten zumachen. Gibt es denn auch von den Steinen schmale? Ne, die fehlen irgendwie noch. Das ist sehr schade, Leute. Dass es die nur in groß und in breit gibt, aber dass es hier nichts Schmales gibt. Wie kriegt man denn diese Ränder am besten und am geschicktesten zu? Machen wir da eventuell einen Boden rein? Wäre das eine Möglichkeit, das irgendwie hier vernünftig zu schließen? Okay. Ist nicht perfekt, aber irgendwie. Ja, besser als gar nichts. Ich würde sagen, das kann man eventuell so machen. Wobei wir dann hier wieder. Okay, das ist alles noch nicht perfekt. Ich muss mir um das Dach nochmal Gedanken machen. Da bin ich auch nicht so ganz einig, wie ich das jetzt letztendlich mache. Und hier fehlt uns noch ein Fenster. Was ist denn da los, Klötzchen? Hast du nicht aufgepasst? So, Achtung, Fenster. Wo bist du? So, sehr schön. Und damit die Wand jetzt an dieser Stelle auch. Da ist noch etwas verkehrt rum eingebaut. Ist nicht so schlimm. Aber insgesamt sieht das Hochhaus doch schon gar nicht so verkehrt aus, Leute. Ich find's gut. Mein erstes kleines Hochhaus. Wenn es euch auch gefällt, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig das Video. Was haltet ihr von meinem ersten kleinen Hochhaus? In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamebro.